Hi Internet, alles klar, weiter geht's mit einer neuen Plattform, Star Wars Battlefront von EA. Okay, genug, das reicht. Und also herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und wir machen weiter mit unserem Pilots and Driver Stories. Diese Woche erwartet euch jeden Tag noch ein Part von Star Wars Battlefront. Teil 1 ist es immer noch natürlich alles. Und ich mache jetzt heute nochmal weiter mit meiner selbst aufgelegten Serie. Und zwar ist das, habe gerade gegessen. Ja, ich wollte, glaube ich, hier, ich habe jetzt in Pilots and Driver Stories zuerst alle Trainingsmissionen gemacht, die was mit Fahrzeugen zu tun hatten und richtig Spaß gemacht hat. Ender Chase kann ich nur empfehlen, da müsst ihr ein paar Mal euch reinfuchsen. Ich habe Beggar's Canyon natürlich gemacht, Overpower und Invasion auch alle abgeschlossen mit drei Sternen, nicht schlecht. Und so, jetzt habe ich danach hier im Skirmish gibt es diesen Fighter Squadron. Hop into your Starfighter and dominate the skies. Und da gibt es 6 Map. Und ich habe letztes Mal die Twilight on Hoth gemacht. Ich hatte vorher schon Outpost Beta, Jundland Wastes und Java Refuge und Graveyard of Giants. Es fehlt nur noch Sarasub Centroplex. Und das wollen wir jetzt auch nochmal machen. Ich bin mir noch nicht ganz... Ja, ich werde wieder mal in A-Wing steigen, glaube ich. Ich werde wieder verkacken, um es mal so zu sagen. Und zwar, ich habe da ein Problem. Ach ja, wollte ich noch was sagen eigentlich, wie es aussieht mit dem Plan für diese Woche. Es kommt jeden Tag ein, also Dienstag bis Freitag kommt jeden Tag ein Part von Star Wars Battlefront. Denn ich habe mein erstes eigenes Let's Play, und zwar Tomb Raider aus dem Jahr 2013 nun endgültig beendet. Und Montag ist dann dafür, also gestern war das dann, habt ihr nochmal so mein Rating, ein Rating-Video gesehen, wo ich mich nochmal mit dem bisschen beschäftigt habe. Und dann gibt es jetzt die Woche über bis Freitag noch Star Wars Battlefront, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Und zwar mein Ziel wäre es eigentlich, mein Wunsch wäre es gewesen, ich habe sonst immer überhaupt nichts darauf gegeben, irgendwas zu sammeln im Spiel. Und aber hier, ich habe hier so viel, das hat mir so viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich hätte eigentlich furchtbar gerne geschafft zu sparen und bis zum nötigen Level zu kommen, um dann nachher... Ich glaube, ich hätte furchtbar gerne ein paar mehr Dinger freigeschaltet hier. So diese Anzüge. X-Wing-Pilot vor allem gerne. Aber das sind dann noch 14 Level. Das werde ich niemals schaffen, glaube ich, im Endeffekt. Und mal gucken. Vielleicht bleibe ich aber auch bei Star Wars Battlefront noch dabei und werde das auch nochmal hin und wieder häufiger zocken. Und das sehen wir noch. Auf jeden Fall startet dann mit der nächsten Woche mein nächstes Let's Play-Projekt. Und zwar ein auch schon etwas älteres Spiel. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich machen werde. Es gibt zwei Spiele, die ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Eigentlich hatte ich am Anfang schon eins klar gesehen. Und eigentlich kam mir noch ein neues Spiel dazwischen. Und zwar, das sind auch schon etwas ältere Spiele. Was heißt älter? Also das ist jetzt so um 2010 oder nachfolgende Jahre, 11 oder 12 sowas. Und die behandeln aber Superhelden. Und da hätte ich eigentlich gerne eins oder zwei verschiedene hätte ich gehabt. Und eins ist eine ganze Serie von diesen beiden verschiedenen. Aber ich traue mich momentan noch nicht so ganz ran, weil ich bin mir dann nicht sicher, wie das ist mit, ob ich das hochladen darf und ob ich das spielen darf und sowas alles. Das ist dann manchmal bei einigen Publishern ein bisschen kompliziert zu sagen. Und ich mache aber welche, wo ich mir sicher bin, dass der Publisher da voll hintersteht. Und ja, ich kann hier schon mal weiter starten. Deswegen gibt es jetzt diese Woche, wo ihr das Video hier jetzt schon seht, noch bis zum Ende der Woche Star Wars Battlefront Videos. Und ich bereite das Ganze dann ein bisschen vor. Ich werde dann ab nächste Woche reinstarten mit meinem zweiten offiziellen Let's Play, worauf ich mich riesig freuen werde. Und ich werde auch nicht verraten, welches Spiel es ist. Und dann kommt, es gibt dann noch ein neues. Ich werde wieder zwei Spiele so parallel ein bisschen zocken. Und ich weiß noch nicht genau, ich glaube vermutlich Montag, Mittwoch, Freitag das eine, was mein Haupt-Let's Play, richtiges Let's Play wird. Und das andere ist dann so auch eins, was ich furchtbar gerne gezockt habe. Und das will ich auch unbedingt präsentieren auf meinem Kanal. Ist schon was älter inzwischen. Ist auch ein anderes Genre als die ich bisher gespielt habe. Aber das werdet ihr auch sehen. Und das kommt dann nächste Woche. Das bedeutet, ich werde... Tomb Raider ist jetzt fertig. Und ich werde vermutlich auch mit Star Wars Battlefront erstmal wieder ein Päuschen machen. Und ich weiß gar nicht, ob man da unbedingt nochmal hinkommen muss. Vielleicht werde ich dann irgendwann auch wieder direkt zu Battlefront 2 übergehen. Vermutlich spielt das bis dahin eh keiner mehr, wenn ich die beiden Let's Plays durch habe. Aber
War schon schön. War auf jeden Fall schön. Okay, wir machen jetzt gleich weiter, bevor ich hier zu viel labere. Und dann Fighter Squadron. Es bleibt noch eine Map übrig. Und ich habe alle anderen Maps gespielt. Ich habe nur eine einzige auf Master geschafft. Das war Outpost Better. Und die anderen haben nämlich alle zersägt. Einfach nur. Da ist ja die KI, der Computer, der ist immer viel besser aus irgendeinem Grund. Auch meine Teammates, die raffen es nicht, irgendwie mich da rauszuholen. Ich glaube, im Essen liegt es vor allem an dem, an meiner KI sozusagen, auf meiner Seite. Weil ich mache eigentlich immer ziemlich gute Stats am Ende, wenn man das sieht, die Zusammenfassung und die Listen der Mitspieler und welchen Platz sie erreichen und sowas alles, wie viele Kills und wie viele Tode und sowas. Okay, wir versuchen es mal. Sorus Hub Centroplex. Rebel and Imperial Starfighter struggle for control of the skies. The side that takes out the most enemy ships as well as the escaping troop transports will win. Und los geht's. Ach ja, nochmal ein Call zur Community und falls irgendeiner von euch das Ganze auf Master easy durchmacht und der hat ein Video dazu, einen Link bitte mal einfach mal reinposten. Ich will einfach mal sehen, wie man das macht und vielleicht raff ich es ja einfach nur nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich bleibe jetzt auch hierbei natürlich noch bei meiner Rebellenseite und wird aber auch die letzte Map sein, das letzte Let's Play von meinem Pilots and Driver Stories. Und die nächsten drei Parts, die jetzt noch kommen werden diese Woche, die werde ich dann jetzt auffüllen mit, wir gehen nochmal richtig rein in Multiplayer-Schlachten, 40 Players und Walker Assault oder was ist da so, was da gerade kommen wird einfach. Eigentlich am liebsten nur Walker Assault, glaube ich. Weil ich möchte vor allem all das, was ich jetzt gemacht habe, all das ein bisschen Gefühl bekommen, all das ein bisschen üben sozusagen mit den ganzen Fahrzeugen, das möchte ich gerne mal versuchen rüber zu transportieren in eine echte Multiplayer-Schlacht mit 40 Spielern auf den großen Maps von Star Wars Battlefront 1. Alles klar. Sorus Hub Centroplex. Man kennt die Karten natürlich auch vom Walker Soul. Ich spiele natürlich die Rebel Alliance. Und auf geht's, Leute. Soll ich direkt mal einen Arwing starten? Wir machen direkt mal einen Arwing. Gucken wir uns die Karte nochmal eben an. Die Turbolasertürme, die werden doch bestimmt nichts machen, oder? Kann man von so einem mal aus Versehen angeschossen werden? Alles klar. In der Luft tobt auf jeden Fall eine Schlacht zwischen Kapitelchips. Jo, wir haben sogar eine Mon Calamari Cruiser. Nebulon B-Fregatten und Corellian Corvette. Auf geht's! Woo! Meine Sensoren melden mehrere imperiale Jäger. Wir müssen die Transportschiffe beschützen, die den Planeten verlassen. Okay, was ich als erstes wieder machen möchte, ist hinter meine eigenen Linien kommen, um dann zu gucken, wie die aufeinander clashen. Okay, das ist ja schon wieder scheiße hier. Und da seht ihr schon wieder, wie es weitergeht. Oben die Tickets, wie sie runterzählen. Vielleicht kann ich zumindest mal einen abschießen jetzt, das wäre ganz nett. Alles klar, und abtauchen. Und ich will wissen, wo hier die Power-Ups sind. Heilige Scheiße. Auseinander. Kämpft weiter. Gebt nicht auf. Okay, ich bin noch nicht richtig in Form gerade zum Zocken. Jetzt habe ich natürlich dieses Power-Up gerade vergeudet, glaube ich. Ist auch richtig heftig hier mit der Schlacht in den Wolken auf jeden Fall. So heftig im Vorteil sind die eigentlich geil. Oh nein! Okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte einen X-Wing gewählt. Wie oft bin ich schon gestorben? Dreimal. Das muss ein bisschen besser werden, ehrlich gesagt, Leute. Okay, jetzt will ich mir mal
Hoffentlich schaffe ich es, noch da runter zu kommen und mehr singst du. Feuert weiter, schießt bis No. Okay, ist gar nicht gut heute, wie es läuft. Egal, mehr Konzentration. Die macht es mit mir. Ob ich das noch schaffen werde, dem zu helfen? Ich glaube nicht. Dann holen wir uns erstmal das hier. Und raus. Jawohl. Okay. Wo ist die Heilung? Ich hab der Bruder fett hinter mir. Boah. Alles klar. Es ist viel einfacher mit dem X-Wing, weil wenn du einmal dieses feindliche Einheiten nähern sich. Schnelleres Power-Up hast. Verstanden. Näher mich eurer Position. Dann kannst du fast durchgehend immer dein Schild anmachen. Jawohl. Vielleicht ist nah rangehen auch ziemlich gut. Okay, das hat schon mal geklappt. Okay, Boba, du bist dran. Alles klar, er hat eine Unterstützung bekommen. Wow, ob ich das noch schaffe? Wo ist die Heilung? Wow. Keine Heilung da momentan, richtig. Okay, der hat mich. Und guck mal, wie die schon wieder... Aber ich habe noch zum Neuen einzustellen. Und wie die schon wieder am Führen sind. Aber ich glaube, das wegen dem Shuttle natürlich, was sie abgeballert haben. Imperiale Luftunterstützung in Angriffsreichweite. Verstanden. Geh jetzt in Position. Komm schon, ich will dich haben, Mann. Du bist schon am Brennen. Verdammt! Juhu! Zerstört diese Lambda-Fähre! Sie darf nicht entkommen! Nicht schlecht, der hat ihn einfach weggerammt, glaube ich. So ein Arwing etwa doch ziemlich cool, oder was? Verdammt. Kann man diese Turbolaser auch ausballern? Möglicherweise nicht. Das imperiale Schiff ist außer Reichweite. Ihr guckt es sich ab. Boah, bin ich wieder fast runter. Alles klar, der hat mich. Das ist derselbe schon wieder, oder? Wie viel hat er denn? Aaron Gunner. 5 Mal.
Okay, ich bin aber nicht schlecht dabei. 18 und 7 Tode. Imperiale Luftunterstützung in Angriffsreichweite. Hier Grün 9, bin kampfbereit. Boah. Ist auf jeden Fall richtig heftig cool, die Luftschlacht wieder. Ziemlich viel los da oben. Okay, ich brauche wieder ein bisschen Unterstützung, glaube ich. Vielleicht können wir dem Transporter jetzt mal helfen. Der ist schon wieder bei 42% nur. Unglaublich. Sieht gut aus, oder? Das GR-75-Transportschiff ist unversehrt entkommen. Diese verdammten paar Interceptor, ne? Da kommen sie. Verdammt! Okay. Wurst. Ich bin inzwischen schon 10-mal drauf. Reale Einheiten nähern sich. Grün 11, einsatzbereit. Ich finde gar keine Gegner mehr. Nein, da war ich zu gierig, glaube ich. Ich wollte gucken, ob ich den nicht auch schaffe, ohne Zielerfassung. Schaltet erst die Luftunterstützung aus. Nachricht erhalten, Jägerunterstützung ist unterwegs. Was? Dieser Nick ist jetzt meine Nemesis, glaube ich. Aber rein punktemäßig sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit mindestens zwei. Komm schon. Ja, aber ich habe ihn immerhin. Okay, wir müssen, glaube ich, noch einiges aufholen.
imperiales Geschwader nähern sich. Verstanden. Jägerunterstützung ist unterwegs. Wer ist das schon wieder hinter mir? Verdammt! Alles klar! Ja, das beschließt dann den Part. Guck mal, ich meine, ich habe so viele Punkte mehr gemacht als alle anderen und wir verlieren trotzdem immer. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die schaffen es natürlich dann trotzdem, aus irgendeinem Grund sind meine Leute auch nicht gut dabei, unsere Shuttles zu verteidigen. Ich habe das erste Shuttle selber nicht verteidigt, das haben die abschießen können, deswegen haben die, glaube ich, 30 Punkte mehr gehabt am Ende oder sowas. Oder man erhält, glaube ich, direkt 30. Aber dass das so ungeheuer schwer ist und vielleicht sollte ich einfach mal so eine Map nochmal spielen, dann geht es vielleicht nachher auch besser, aber nein, das ist einfach ein Comprehensive Training sozusagen. Wir haben uns alle Karten einmal angeguckt. Als nächstes starten wir wieder rein in den Multiplayer und dafür sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und wir sehen uns. Bye!